Der Iran hat Israel das Fürchten gelehrt. Und ich möchte in diesem Video mit einer sehr, sehr provokanten These kommen, weil ihr habt das alle gehört. Netanyahu sagte, er wird sich jetzt am Iran rächen. Ben-Gvir hat gesagt, das reicht gar nicht. Man müsste mit aller Härte dagegen vorgehen. Man müsste ihn das Fürchten lehren. Dem Sinn nach. Ich möchte folgende provokante These nennen. Und zwar, ich wette mit euch, dass das niemals passieren kann. Dass sie zu viel Angst haben vor dem Iran. Und ich werde in diesem Video euch nicht nur sagen, warum. Ich möchte, dass ihr mir alle zustimmt. Ich wette, dass ihr am Ende alle sagen werdet, stimmt, die haben gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, als erstes werde ich euch sagen, warum man nicht angreifen kann. Als zweites möchte ich die Frage eingehen, wie stark war der Angriff des Irans wirklich? Nummer drei, angenommen, er war schwach. Warum haben die Iraner ihn dann wirklich gemacht? Nummer vier, wie kann es sein, dass der Iran so ein starkes Druckmittel hat, dass er sich im Grunde genommen dort zu einer lokalen Macht aufpositioniert hat? Die Antwort wird euch alle verblüffen. Und Nummer 5, was wird jetzt hiernach passieren? Das sind alles Dinge, die wir angehen wollen. Starten wir, ich habe eine kleine Liste gemacht, mit wie stark war der Angriff. Wenn wir das ansprechen, dann gibt es eine Vielzahl an Dingen, die wir hätten erwarten können. Und die Dinge sind exakt so eingetreten, wie wir das hätten erwartet. Was habt ihr gehört? Ihr habt gehört, dass Israel behauptet, dass nichts eingetroffen hat. Es war eine Blamage für den Iran. Man habe 99% der Raketen abgefangen, der Drohnen, aller Beschüsse. Und im Grunde genommen gab es nur eine leichte Verletzung. So. Was hat der Iran gesagt? 13 Einschläge. Man behauptet gar nicht, es waren Hunderte, nicht alles kam durch nah. 13 Einschläge. Was davon stimmt, wissen wir nicht. Es ist immer so, dass was wir jetzt hier haben, das sind zwei Seiten der Propaganda, könnte sein, dass beide richtig sind. Ich möchte euch sagen, warum ich glaube, dass die israelische garantiert falsch ist. Als erstes, ich bin kein Freund davon, dass wir einfach Propaganda glauben, als Beispiel. Ihr solltet eine Sache verstehen. Jede Seite behauptet das, wovon sie profitiert. Jeder versucht seinen eigenen Vorteil zu erzielen, als Beispiel. Scott Ritter, kennt ihr aus der Ukraine, oder? Ist jemand, der sagt, dass die Amerikaner immer schwächer werden. Das heißt, was können wir erwarten, was er in diesem Konflikt sagt? Er wird sagen, dass die Israelis und die Amerikaner schwach sind. Und exakt das hat er gesagt. Er hat gesagt, dass nicht eine Rakete, nicht eine Drohne abgefangen wurde. Würde ich sagen, ist unsinnig. Passt aber zu seiner Meinung. Und was wir uns hier anschauen müssen, ist, was hätten wir erwartet? Und das ist die Frage, die wir uns als Schachspieler stellen können. Wie würden wir agieren, wenn das ein Schachspiel wäre? Wenn es darum ginge, strategisch die Überhand zu gewinnen? Und die Antwort darauf ist simpel. Ihr würdet, wenn ihr irgendetwas macht, einen Angriff macht, dann wollt ihr dem so stark darstellen wie möglich. Die Iraner wollen das so stark wie möglich darstellen. Und auf Seiten der Israelis wollt ihr sagen, das war verschwendete Energie. Eine Blamage an sich. Stimmt das? Lasst uns das mal umdrehen. Stellt euch mal vor, der Iran hätte gesagt, nachdem man die Botschaft angegriffen hätte, Gott, wie peinlich. So ein schwacher Angriff, wir hätten viel mehr gemacht. Wir hätten das alle als Unsinn abgetan. Das ist das Gleiche in Schwarz. Aber wir glauben, dass ungefragt Kriegspropaganda-Regeln. Kriegspropaganda-Regel Nummer 7 besagt, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Kommt euch das bekannt vor? Das Volk stellt sich gerne hinter den Gewinner. Das Volk ist gerne im Recht. Jede Geschichte, die ihr hört, ist meistens der Gewinner. Wie kam der Weg dorthin? Was hat man gemacht? Das heißt, wenn man euch erzählt, ihr gewinnt gerade, und wir kennen die Geschichten ja von eh und je, dann neigt ihr dazu, mit den Leuten mitzuführen, auf deren Seite zu sein. Wer ist schon gerne auf der Seite des Verlierers? Und das, was ich gesagt habe jetzt, wenn wir nicht wissen, wie stark der Angriff war, wenn wir davon ausgehen müssen, wir gehen das später nochmal drauf ein, dann ist es so, wie stand das Ganze zu Anfang? Und das habe ich euch gesagt. Ich habe euch gesagt, ich weiß nicht, ob der Iran agieren wird. Aus folgendem Grund. Die Lage ist zugespitzt. Und die Israelis im Grunde genommen, die wollen, dass der Iran reagiert. Die wollen einen großflächigen Krieg. Warum? Weil die Amerikaner eine Annäherung wollen, weil die Partner im Nahen Osten, auf die wir gleich noch eingehen, auch eine Annäherung wollen. Deswegen gab es ja auch die Annäherung an Saudi-Arabien von Israel. Warum? Weil ihr im Grunde genommen Sicherheitsgarantien wollt, ihr wollt Handelsbeziehungen aufbauen. Das, was man dem Iran eigentlich verwehrt hat durch die Sanktionen, das wollen die anderen Länder haben. Und niemand ist ganz vorne dabei, außer es geht um den eigenen Wohlstand. Wenn man eigenen Wohlstand verliert, eventuell damit sogar, die Zustimmung des Volkes, eventuell damit sogar abgesetzt werden kann, weil das Volk unzufrieden ist. Da seid ihr ganz schnell hellhörig. Und das ist das, was die Israelis wollten. Bevor es zu einer Annäherung kommt, wo man eventuell sich auf Dinge einlassen muss, die man nicht möchte, dann lieber die Eskalation mit dem Iran,
wo die Amerikaner sich garantiert auf die eigene Seite stellen müssen, oder? Ergibt das Sinn? Jetzt gibt es aber folgende Änderung. Eine Änderung, die seit dem 7. Oktober stattfindet. Nämlich, dass die ganzen arabischen Staaten sich nicht mehr auf die Seite Israels stellen können. Aus folgendem Grund. Die Mehrheit der Bevölkerung will das nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung ist auf Seiten der Palästinenser, nicht der Israelis. Ihr könnt deswegen keine Annäherung an Israel machen. Ihr müsst irgendwie die Bedürfnisse der Palästinenser mittragen. Und es gibt hier Reuters, die Folgendes abgedruckt haben. Lasst mich euch das vorlesen, wie es unter anderem gerade jetzt in der Situation aussieht. Zitat. Der Druck liegt nicht auf dem Iran. Der Druck lastet jetzt auf Israel, keine Vergeltung zu üben, sagte die Quelle und fügte hinzu, dass die Folgen eines israelischen Angriffs auf wichtige iranische Standorte die gesamte Region betreffen würden. Lassen wir es so stehen, wir gehen gleich nochmal tiefer darauf ein. Eine andere Golfquelle mit Kenntnis der offiziellen Denkweise sagte, dass die Golfstaaten der Irak und Jordanien, sowohl den Iran als auch Israels wichtigsten Unterstützer, die Vereinigten Staaten dazu drängen, nicht zu eskalieren. Washington habe Israel bereits zur Zurückhaltung gedrängt, sagten beide Quellen. So, ihr bekommt das jetzt mit. Die haben zur Zurückhaltung gedrängt. Die wollen nicht, dass das Ganze eskaliert. Ihr habt es auch gehört, Amerika musste sich distanzieren davon. Wir werden nicht eingreifen. Wir werden keine Aktionen gegen den Iran vollführen. Warum? Weil all die Verbündeten auf der Seite der Amerikaner ganz, ganz schnell weg ist, sollte das hier eskalieren. Und lasst uns sprechen, warum? Warum hat der Iran überhaupt so ein Druckmittel? Und die Antwort darauf ist vielleicht traurig. Sanktionen. Ich wurde manchmal gefragt, lasst mich jetzt mit einer persönlichen Geschichte starten. Ob meine Familie aus dem Iran kommt. Und die Antwort ist ja. Das heißt, ich kann euch auch sagen, welche Probleme es dort gab. Medikamente, die nicht dorthin geliefert wurden. Offiziell sind Medikamente ja ausgegliedert aus den Sekundärsanktionen, die es gibt. Ich kann euch sagen, dass das nicht passiert. Medikamente werden nicht in den Raum geliefert, weil die ganzen Unternehmen Angst haben, sanktioniert zu werden. Strafen zu bekommen. Was würde das bedeuten? Dass ihr bankrott geht. Das heißt, im Notfall, wenn es irgendeinen Zweifel gibt, liefert ihr einfach nicht in den Iran. Das hatte eine massive Verschlimmerung der Situation für die Iraner zur Folge. Die Iraner haben darunter gelitten, dass Trump absolut eigensinnig Amerika aufbauen wollte und das ganze Land dort ins Chaos gestürzt hat. Die ganze Region. Nochmal, jeder, der nicht blickt, dass Trump das mit Schlimmste in der Region war, der sollte sich einfach mal anschauen, welche Drohungen es gab. Wenn ihr auf unsere Drohne antwortet, dann werde ich 52 strategische Ziele im Iran angreifen, sagte Trump. Auf welche Drohne antwortet? Haben die Iraner da irgendwas Falsches gemacht? Na, die Iraner wurden von Trump beschossen. Die Iraner waren klug genug, lange nicht zu handeln und immer stärker zu werden, dass ihr jetzt merkt, keiner dort will mit dem Iran streiten. Das sagen alle und wir sprechen gleich über die Machtfaktoren. Aber das Hauptaugenmerk, das, was wichtig ist zu verstehen ist, der Iran, der hat keine Angst vor Sanktionen. Der hat keine Angst davor, dass der Handel dort nicht besteht. Warum? Weil der kann eh nicht groß davon profitieren. Die anderen, die leiden viel stärker darunter. Das heißt, eine Situation, die ihr vielleicht in Russland kennt, dass das Volk eigentlich gebeutelt ist, aber sich irgendwie schon an die Sanktionen gewöhnt hat. Dass die nicht ins Chaos stürzen. Wir haben gesehen, wie unter anderem die Türkei durch Trump-Sanktionen ins Chaos gestürzt sind. Aber der Iran nicht. Die haben sich daran gewöhnt. Die haben unter günstigsten Kosten die Shahed-Drohnen erstellt. Die haben sich voranentwickelt und denen geht es wirtschaftlich immer besser. Die haben ein alternatives SWIFT-System entwickelt. Nicht nur das, die haben von China alternative Technologien bekommen. Das heißt, was ihr hier mitbekommt, ist, dass der Iran vorausgeht. Und ihr habt ebenfalls mitbekommen, 2 Tage vor dem Angriff passierte eine Sache in unseren Medien. Das Erste, was die Amerikaner gefordert haben, war, lasst das Schiff der Israelis frei. Um welches Schiff ging es? Was haben sie da gezeigt? Wie haben sie ihre Macht positioniert? Wirkt gar nicht so, wurde gar nicht erklärt, oder? Aber eine Sache, die ihr verstehen solltet, der gesamte Handel der Region dort läuft über die Straße von Hormuz. Und was, wenn die Iraner das zumachen? Sie haben es das erste Mal gemacht und es ist unklar, was sie gesagt haben. Das Ganze könnte viel weiter noch gehen. Man könnte damit, dass man den Persischen Golf und das Rote Meer absperrt, könnte man Israel komplett von der Versorgung abschießen. Das könnte man machen. Das sage ich jetzt so rein sporadisch. Ich habe keine Ahnung, ob sie die Möglichkeiten dazu haben. Was sie garantiert machen können, was sie es angedroht haben, ist die Straße von Hormuz zu schließen. Und das ist das, was ihr hört. Wenn Jordanien, wenn die Vereinigten Arabischen Emirate, wenn Saudi-Arabien sich dort einmischt, dann ist das eine Angst. All die Sachen, die ihr gehört habt, die ein Mohammed bin Salman geplant hat, die Art und Weise, wie er ein futuristisches Saudi-Arabien gesehen hat, das ist absolut unnütz. Wenn die 2 Dinge wegfallen, die dort die Region lebenswert machen, einmal der Reichtum durch Öl,
Als zweites Frieden. Wenn beide Sachen nicht mehr dort sind, vergesst die Zukunft von Saudi-Arabien. Das wissen die Araber. Wir wissen das auch. Die Iraner wissen das. Das heißt, was ihr verstehen müsst, das hier ist eine massive Macht. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, okay, warum war der Angriff dann klug? War das überhaupt klug? Was haben die gemacht? Wir wissen das nicht am Anfang. Wie viele Raketen sind eingeschlagen? Ich würde behaupten, garantiert mehr als eine. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber was ihr gesehen habt, ist im Grunde genommen, dass eines der Länder, das eine gigantische Armee hat, die zweitstärkste dort in der Region nach der Türkei, dass die plötzlich einen Angriff geplant hat. Und wir sprechen hier nur von der iranischen Armee, die von sich aus angegriffen hat, die eine Vielzahl an Drohnen geschossen hat. Aber nicht nur das, die eigentlich Reichtum an Öl hat, die eine immens gesteigerte Bildung hat, die haben sich jetzt entschlossen, da zu agieren. Für eine Seite, die, und wir sprechen hier von den Palästinensern, die von der ganzen Welt eigentlich Sympathien findet, oder? Ich meine, ihr habt das mitbekommen, Saudi-Arabien, das will eine Annäherung. Aber sie haben eigentlich andere Interessen als die Palästinenser. Die Iraner, die haben keine anderen Interessen. Die sind im Grunde genommen betrogen worden von all den anderen Partnern. Das heißt, wenn die hier agieren, das ganze arabische Volk hat den Iranern zugejubelt. Was denkt ihr, wie Ägypten agiert hat? Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate beim Angriff auf Israel. Habt ihr die Freudenfeiern gesehen? Ohne dass ich das gut reden möchte. Ich möchte euch nur ein Bild mitgeben. Wenn ihr jetzt überlegt, wer steckt dahinter? Wer hat eigentlich die Macht? Was bedeutet all das? Dann vergesst nicht, dass der Iran hier im Sinne der Bevölkerung handelt. Und wenn wir darüber sprechen, wie stark war der Angriff? Worte zählen überhaupt nicht. Zählt eine Sache, wie agiert ihr? Das ist das Wichtigste. Und die Israelis, die können euch sagen, wir wurden nicht einmal getroffen. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, wie agieren sie? Sie müssen das Ganze kleinreden. Israel. Habt ihr einmal gesehen, wie lange wurden die nicht angegriffen? Über 30 Jahre, richtig? 30 Jahre. Wie lange wurden die Amerikaner nicht mehr angegriffen? Ihr seht hier, dass ein Land Biden gedroht hat und die Amerikaner haben sich nicht dazu geäußert. Ihr habt mitbekommen, vor Monaten wurde die US-Botschaft attackiert. Welche Rache gab es? Die Amerikaner werden schwächer und schwächer und ihr bekommt das mit. Jemand anderes profitiert davon. Und auch hier haben die Amerikaner sich vorher geäußert. Ihr könnt das überall nachlesen, auf CNN, CBS etc. Ihr könnt nachlesen, dass die Amerikaner gesagt haben, wir werden nicht teilhaben an einem Krieg gegen den Iran. Und das während der Iran gesagt hat, wir werden eure Verbündeten beschießen. Und jetzt können wir darüber reden, wie schwach der Angriff war. Und wüsstet ihr, wenn es anders war? Ihr seht eine Sache. Ihr seht, dass die Iraner hier gerade alles gemacht haben und dass sie einen Angriff beendet haben. Zum Schluss. Und vielleicht kommt jetzt irgendwas Lächerliches, wo irgendeine kleine Nebenbotschaft attackiert wird. Irgendein, was weiß ich, ein Satellitenort. Aber das war's. Die Israelis konnten nicht angreifen. Und wenn wir darüber sprechen, auch jetzt nochmal, die Israelis behaupten, es gab einen einzigen kleinen Einschlag. Die Iraner sagen, es gab 13. Soll ich euch sagen, warum ich die 13er-Geschichte eher glaube? Weil die Iraner am Tag zuvor gesagt haben, dass sie 7 Hyperschallraketen starten werden. Das haben die Iraner gesagt. Die Amerikaner haben doch keine Hyperschallraketen. Von wie vielen Abschüssen habt ihr gehört? Wenn wir über Hyperschallraketen sprechen, habt ihr es vielleicht gelesen, gerade bei den Russen gab es Raketen, da wurde gesagt, die sind nicht abzufangen. Jetzt wollt ihr mir erzählen, der Iron Dome, der unbezwingbare Iron Dome, wenn der geschafft hätte, die iranischen Hyperschallraketen, das, womit die Iraner sich die ganze Zeit brüsten, das abzuschießen. Sie haben 7 dorthin geschickt, was eine Gefahr ist, in meinen Augen. Und so wie es aussieht, sind die aber durchgekommen. Ihr habt nicht gehört, dass eine davon abgeschossen wurde. Weil das wäre die Art von Meldung, die die Israelis überall bekannt gegeben hätten. Und dann hätte ich zugestimmt, ja, okay, das war ein Verlust. Hier eine Anzahl, eine Vielanzahl an Drohnen zu starten. Und wir alle wissen, dass aus dem Ukraine-Krieg, da wurden die Zahlen genannt, $10,000 pro Shahid-Drohne. Es gab verschiedene Shahid-Drohnen, aber gehen wir davon aus, wir wissen, dass die Iraner einen massivsten Kostenvorteil haben gegenüber den Amerikanern. Die Amerikaner, die Israelis, die mussten Milliarden in die Verteidigung investieren. Die Iraner, ohne ein genaues Datum zu nennen, eventuell haben sie sogar das Datum genannt, haben das ganze Land lahmgelegt. Keine Schule in dem Bereich, Angst in der Bevölkerung. Und welche Reaktion? Keine. Und ihr sagt jetzt, ach so schlimm, war das gar nicht, wir müssen uns gar nicht melden, weil ihr seht eine Sache, man kann nicht anders. Und das aus folgendem Grund, egal was ihr wollt, eine Sache, die wir immer wieder vergessen, wer hat wirklich die Macht? Das ist das Volk. Das Volk dort, das sind Leute, die sind auf der Seite der Palästinenser, die Seite, für die die Iraner gerade kämpfen.
diejenigen, die über Generationen gelitten haben unter den Israelis. Das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, hinter wem steht das Volk, dann ist die Antwort ganz, ganz einfach. Die stehen hinter dem Iran. Das heißt, falls jetzt irgendjemand den Iran angreift und ihr das akzeptiert, dann ist es nicht nur so, dass ihr in die Armut stürzt. Nein, ihr handelt auch gegen das, was ihr instinktiv fühlt. Das ganze Volk dort, das leidet mit und sieht das Unrecht, das dort besteht. Ihr habt das mitbekommen, die Klagen von Südafrika, der Genozid vor dem Internationalen Gerichtshof. Vergessen wir all die Sachen? Das Ganze mag in Europa klappen, wo man erzählt, oh hier das, aber das, was der Rest der Welt sieht, ist der bisher unbeantwortete, stärkste Angriff auf den Staat Israel und die Amerikaner, die nichts dagegen machen können, weil es andere Dinge gibt, die gerade unter dem Kessel brodeln und man will sich nicht mit den Chinesen und den Russen und den Iranern gleichzeitig verscherzen, was ja jederzeit eskalieren könnte alles. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Das Beste, was ihr machen könnt in dieser Situation, ist, euch den Report runterzuladen, falls das Ganze eskaliert. Wohin ihr auswandern könntet, ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Das war's erstmal hiermit. Bis zum nächsten Mal.